Leben tue mich ist wie ein Leiterli-Spiel. Und wir laufen, wir wissen, dort oben ist das Ziel, wir müssen dort rauf. Und wir laufen und irgendwann rutschen wir halt einfach wieder auf das Eis runter. Und jetzt können wir, oder kannst du, oder wir beide können entscheiden, bleiben wir hier auf dem Eis hocken und sagen, das war's. Oder sagen wir, nein, eigentlich das Ziel ist ein anderes, wir machen uns wieder auf den Weg und wir gehen wieder vorwärts. Oder? Es gibt im Leben, oder es gibt auch in der Reha, bei uns, Sachen, wo du sagen musst, jetzt bin ich nicht runtergerutscht, sondern raufgegumpelt. Oder? Und das finde ich sehr schön. Für uns in der Pflege oder jetzt für mich sind die Fortschritte nicht sehr gross. Das kleine Bibelschrittli sind für mich schon Erfolg. Ich habe ja ganz lange Teilzeit gearbeitet und am besten hat man den Fortschritt gesehen. Dann ist man mal eine Woche, zwei vielleicht den Patienten nicht mehr gesehen und dann hat man gemerkt, wow, dann kann das mal, oder? Und dann muss man vielfach den Patienten sagen, weißt du noch, wo sind wir vor einem Monat? Da haben wir noch das Dritte, ich muss aus dem Bett rausnehmen. Und jetzt gehst du schon fast allein. Und dann sagen sie, ja, eigentlich habe ich schon viel Fortschritt gemacht. Aber ich begreife es, dass man im Moment Fortschritt manchmal nicht sieht. Oder? Sondern man will ja vorwärts gehen. Man sieht ja, was man nicht kann. Und nicht, was ich schon alles gelernt habe. Das muss man den Leuten manchmal, also den Patienten, wie manchmal noch mal aufzeigen. Also ich finde es sehr spannend, mit beatmeten Zimmern zu arbeiten, weil man sie kann begleiten kann. Weil man ihnen kann, wieder Hoffnung geben, weil man mit ihnen auf dem Weg sein kann, um wieder selber zu atmen. Weil man ihnen ganz, ganz viel Angst kann nehmen kann, indem man halt die Erfahrung hat, indem man ruhig bleibt, indem man sicher bleibt. Also ein Beispiel habe ich gerade hier letztens erlebt. Da hat ein Patient so Atemnot und hat immer gesagt, ich brauche den Doktor, Arzt holen. Und ich habe gesagt, nein, jetzt können wir den Arzt holen, jetzt müssen wir zuerst schauen, dass du wieder genug Luft hast. Und dann haben wir den gemacht, dass er wieder genug Luft hat. Und dann hat er gesagt, danke vielmals. Und drei Tage später bin ich wieder auf den Sport gekommen. Und dann hat er Besuch gehabt und dann sagte er, diese Frau, diese hat mir das Leben gerettet. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, also ich habe ihm doch das Leben gerettet. Aber mir ist so bewusst geworden, für ihn hat es geheissen, ich glaube, ich habe keine Luft. Jetzt ist dann, ja, das Leben ist jetzt dann fertig. Und das macht mich spannend, dass man eigentlich ja, einfach mit dem Wissen, mit dem, was man macht, dass man die Leute so kann unterstützen kann. Das bereichert einem. Wenn man einfach merkt, dass man gebraucht wird. Die Hoffnung ist etwas, das der Mensch zum Glück ganz, ganz lange hat. Zum Glück. Weil ich glaube, es bei uns ganz viele Schicksal würde nicht so gut gedreht werden, wenn die Hoffnung nicht da wäre. Und ich finde auch, die Hoffnung hilft zum Weitergehen, zum Vorwärtsgehen. Ich meine, auch wir müssen die Hoffnung behalten, oder? Wir haben ja Patienten lang, zum Teil bis zu einem Jahr. Und die Hoffnung ist eigentlich, die haben wir ja auch, dass es möglichst gut wiederkommt, oder? Wir leiden mit, wir haben eine Beziehung zu den Patienten und manchmal habe ich auch schon in meinen 18 Jahren jetzt gedacht, oh, ich glaube es nicht, jetzt geht es schon wieder, gerade schon wieder bei dem läuft das nicht rund, x in einem Bereich, oder? Und das ist dann schon auch ein Stück weit der Frust. Aber gleich musst du sagen, nein, wir packen das, oder? Weil du willst dem Patienten ja die Hoffnung nicht nehmen und selber die Hoffnung aber auch nicht verlieren. Und ich habe mal so ein Beispiel von Jahren. Und dann, das war ganz schwierig, die erste Reha. Er hat immer gesagt, er ging wieder hier zu Fuß raus. Er war auch ein Tetraplegiker. Und nach ein paar Jahren ist er wieder retour. Also ich habe ihn wieder gesehen. Und dann sagte er, nein, er hat immer gesagt, ich komme nicht mehr zu laufen. Und für mich war das schlimm, ich bin so heim. Also er war einer, der ist bei einem Bike-Unfall Tetra geworden. Und er war sehr eine Sportskanone. Er hat selber zu mir gesagt, ich habe alles über den Sport. Die Leistung, ich war gut wegen dem Sport. Nur Sport habe ich gekannt. Und jetzt sehe ich Kultur, Politik, Musse. Ich habe Musse kennengelernt. Und das ist so wertvoll, wenn ich den Unfall nicht hatte, dann hätte ich so ein einfältiges Leben gehabt. Und wenn man das dann hört, nach so vielen Jahren, obwohl es dort immer schwierig war, bis er heimgegangen ist, das tut einfach so gut. Das ist einfach dann so, es tut ihm das Herz so auf, oder? Wenn man einfach merkt, der hat das Leben einfach nochmal neu entdeckt. Es gibt Phasen, wo
wo ich würde sagen, wo der Patient die Hoffnung ein bisschen verliert. Das ist meistens in der Phase, wo er es akzeptiert. Am Anfang sind die Angehörigen, die fest Mühe haben. Und der Patient nimmt das einfach an, wie es ist, und er ist so mit dem jetzigen Momentzustand beschäftigt. Und die Verwandten schauen eher mehr, was ist nicht mehr, oder? Dann brauche ich diese Hoffnung. Das hört man viel von Angehörigen, die sagen, ey, der hat so gekämpft, der hat uns noch getröstet. Oder? Und dann muss ich sagen, da brauche ich die Angehörigen Hoffnung. Dann kommt eine Phase, wo der Patient Hoffnung braucht, wo wir ihm die Hoffnung geben müssen, wo er das Gefühl hat, ich lehne das nie. Und dann geht es manchmal halt auch, dass der Patient uns die Hoffnung gibt, weil wir das Gefühl haben, wir finden keinen Weg mehr. Oder der Patient dann manchmal sagt, es kommt schon gut. Also manchmal lange das schon, dass man merkt, er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Es kommt schon gut, oder? Dass dir das auch die Hoffnung wieder gibt. Das, ja. Ich finde, die Hoffnung haben wir alle nötig und geben wir einander. Besonders beeindruckend tun mich alle Patienten, die kämpfen. Sie kämpfen wieder zurück ins Leben. Sie kämpfen, um wieder heimzugehen. Sie kämpfen ganz fest, um wieder heimzugehen, alle Patienten. Wie man sieht, wie die Familie, die Verwandten auch mithelfen, auch zu kämpfen, dass man eigentlich alle am gleichen Ort kämpft. Ein Ehepartner sollte nicht ein Pfleger werden oder eine Pflegerin werden, sondern sollte ein Ehepartner bleiben. Und ich finde das immer schön zu sehen, die Ressourcen, die die Partner haben und die Kraft, die Partner haben. Und wenn sie dann noch einmal so zwei Jahre können, wie es eingespielt sind, die Partner, und das finde ich auch sehr bewundernswert. Ja. Ich finde, die Lebenskraft ist nicht nur schnaufen. Oder? Die Lebenskraft, das ist der Mensch. Wie er denkt, wie er spürt, wie er kämpft, das ist für mich vielfache Kraft. Und wenn ich jetzt so ein bisschen überlege und die verschiedenen Patienten, die hier liegen, dann muss ich sagen, da ist eine geballte Lebenskraft herum. Obwohl auch nicht alle selber schnaufen können. Das finde ich schon auch schön, dass die Lebenskraft, wenn man nicht mehr selber schnaufen kann, nicht nur schnaufen ist, sondern dass man so Kraft sonst noch hat. Ja. Ich glaube, die Lebenskraft und die Hoffnung, die sind wirklich fest miteinander verbunden. Ich glaube, die Lebenskraft, von wo die kommt, das weiss ich gar nicht recht. Eigentlich, ich glaube, die ist einfach in uns drin. Die haben wir wie die Geburt bekommen. Primär, wenn wir leben. Wir sind ja auch die Leben halten. Berühren tut mich besonders, wenn Patienten so Freude haben. Also ich hatte mal einen Patienten, voll stolz ist er gekommen und hat gesagt, ich habe heute einen Brief in ein Kuvert eingepackt. Ganz allein. So etwas Einfaches für uns. Und er hat dann zu mir gesagt, Gell, ist blöd, jetzt habe ich so eine Freude ab dem. Dabei habe ich vor einem halben Jahr in einer Minute x Brief so eingepackt. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich finde das so schön, dass du so Freude hast, weil ich weiss, was für Arbeit das dahinter ist. Da hast du ganz, ganz viel trainiert für das. Und das finde ich immer so schön. Das gibt so Freude, wenn man sieht, wie Patienten Freude haben, weil sie etwas geschafft haben. Und wenn es etwas Kleines ist. Das motiviert mich auch immer wieder.